Zum Schluss möchte ich Ihnen noch etwas zeigen, was mir über den Weg gelaufen ist, nämlich wenn Sie harvesten, also bottom-up vorgehen und einen Webservice entwerfen. Natürlich brauchen Sie genau die Schritte zur Vorbereitung auch, wie Sie sie für Top-Down durchführen. Also Ihre IDE bereiten Sie entsprechend vor, damit Sie auch damit Webservices erzeugen können. Und Sie haben natürlich auch die notwendigen fachlichen Klassen erstellt. Die sind, wie gesagt, in der Regel schon da, wenn Sie einen Webservice harvesten möchten. Und danach nutzen Sie einfach den Assistenten, den Ihnen Eclipse schon bietet, File, New, Other, Web Services, Web Service, und erstellen diesen als Bottom-up Java Bean Web Service. Der Client-Typ steht schon auf Proxy, und wenn Sie dort einfach die Regler für Client und Server auf Start ziehen, dann bekommen Sie einen kompletten Web Service mit generierter Whistle und mit einem Client, über den Sie das Ganze sogar direkt testen können. Sie können aber neben diesem auf den Webserver deployten Client natürlich auch selbst noch einen schreiben. Schauen wir uns das Ganze im Eclipse gleich auch noch kurz an. Sie können natürlich, wenn Sie das Ganze generiert haben und gestartet haben, zumindest schon mal die Whistle abrufen und damit testen, ob dieser Teil funktioniert, und danach dann über Ihren eigentlichen Client die Funktionalität testen. Im Eclipse haben wir dazu ein ganz einfaches Beispiel. Ein sehr schönes Beispiel für ein Harvesting einer existierenden Applikation als Webservice und so gesehen Wiederverwendung habe ich Ihnen hier einfach mal einen kleinen Temperaturkonverter mitgebracht, der von Fahrenheit Gradangabe in Celsius und umgekehrt umrechnen kann. Sie sehen hier vor sich die Klasse, eine ganz normale Java-Klasse im neuen Slang, ja, POJO, Plain Old Java Object. Und Sie sehen, diese Klasse hat eben genau diese zwei Methoden mit der Berechnungsvorschrift, die Sie einschlägig finden. Nun wollen wir hier zu einem Webservice kommen, und das geht ganz einfach über den Generator, den Sie finden unter File New Webservice. Dieser Generator macht sich genau zunutze, dass Sie AXIS und JAXWS in Eclipse eingebettet haben, und nutzt das dann, um zu generieren. Sie sehen es auch hier, die Web Service Runtime ist genau Apache AXIS. Der Server ist der Tomcat 7 Server, der von Ihnen bereits im Eclipse in dem Service View als New Server angelegt wurde. Und das Service-Projekt ist genau das Temperature Converter-Projekt, was wir hier geschrieben haben mit dieser einen Klasse. Den Rest lassen wir auf Vorgabe. Es soll ein Bottom-up Java Bean Web Service sein, und der Java Proxy soll auch der Client-Type sein. Und das Einzige, was wir machen, ist, wir lassen uns hier einen Client auch bis zum Starten generieren. Und im Anschluss können wir das Ganze hier einfach abnicken, und dann erstellt er uns dieses Client-Projekt Temperature Converter Client. Sie sehen es hier, dass das der entsprechend vorgegebene Name ist, und lässt auch gleich einen Client auf dem Webserver laufen, den wir dann uns anschauen können, aber wir werden einfach einen kleinen eigenen implementieren. Aber so haben Sie auf jeden Fall das komplette Rahmenwerk schon generiert für Ihren Client. Ich wähle jetzt hier Cancel aus, Sie können einfach Finish auswählen. Ich habe den Assistenten ja vorher schon durchlaufen lassen. Und in unserem Temperature Converter Client Projekt, da finden wir dann eben genau unter den Java Resources verschiedene Klassen, die er jetzt generiert hat. Das ist einmal der Temperature Converter Service Locator. Dort steckt genau diese Logik dahinter, um den Service zu lokalisieren. Das werden Sie hier gleich sehen. Hier ist genau diese URI kodiert, Localhost 8080, und dann den entsprechenden Temperature Converter Service. Einige weitere Hilfsmethoden. Und dieser Temperature Converter Service Locator, der implementiert eben genau dieses Interface Temperature Converter Service. Das eigentliche Temperature Converter Service ist also ein Interface, über das wir nachher im Client diesen Temperature Service benutzen können. Und dieser Temperature Service ermöglicht uns dann wieder den Zugriff auf den eigentlichen Temperature Converter. Und Sie haben auch noch die Möglichkeit, das Ganze über den generischeren Weg zu gehen, über klassische Service Calls. Da nutzen Sie dann weniger der Funktionalität, die hier generiert wurde. Das sehen Sie zum Beispiel hier im Winding Stub.
Hier setzen sie noch eine Operation und stellen hier genau die entsprechend feingetunten Eigenschaften ein. Das brauchen sie jetzt für den Client gar nicht mehr anzufassen. Das hat ihnen Axis automatisch generiert. Schauen wir uns jetzt unseren eigentlichen Client an. Sie werden gleich sehen, der ist sehr einfach. Wir haben hier eine schlichte Main-Methode, die unseren Temperature Converter Service aufruft, und Sie sehen es, die verwendet genau diesen Locator und hält dann hier über dieses Interface Temperature Converter Service hält sie eine Instanz, und auf dieser Instanz können Sie dann eben über diese Hilfsmethode getTemperatureConverter sich wieder eine Instanz des eigentlichen Temperature Converters holen, und den können Sie dann fragen nach einer Konvertierung von Fahrenheit in Celsius oder von Celsius in Fahrenheit. Und dann kommt auch genau das erwartete Ergebnis raus. Schauen wir uns also die Projekte nochmal an. Hier sehen Sie, auf der Serverseite liegt wirklich nur der Temperature Converter, den ich eben hier als klassische Java-Klasse schon geschrieben hatte. Und ich kann den jetzt auf dem Server laufen lassen. Schauen wir kurz in die Service View rein, dann startet er hier den Tomcat. Dieser Browser hier führt uns nicht zum Ziel. Wir wollen ja unseren Client starten, und unseren Client, den können wir dann tatsächlich wieder als klassisches Java-Programm starten, also als klassische Java-Application, und die gibt uns dann hier die entsprechenden umgerechneten Temperaturen aus in Grad Celsius bzw. Grad Fahrenheit. Entspricht den erwarteten Werten. Sie sehen also, einen Client zu implementieren, wenn Sie sich das generieren lassen, ist sehr, sehr einfach, und so haben Sie Ihre bestehende Applikation geharvestet und in einen Webservice umgewandelt.